Hallo liebe Abonnenten, nur kurz zum Stand der Dinge. Inzwischen befinden wir uns wieder in heimischen Gefilden an der Ostsee. Hier lenzt der Strand bei Grömitz. Und Edeka hat noch nicht auf mein Schreiben geantwortet. Ich hatte noch einmal nachgehakt, das ist schon ein paar Tage her, und man hat sich dann entschuldigt, dass das noch nicht geschehen ist, noch keine Antwort verfasst worden ist, aber ich habe immerhin Antwort vom Polizeipräsidium Mittelfranken bekommen, und die sagen, naja gut, nun aufgrund des Vorfalles besteht wohl doch der Verdacht auch einer Nötigung nach 240 Strafgesetzbuch. Habe ich nur als Wahrscheinlichkeit in den Raum gestellt, aber Tatsache ist jetzt wohl, dass sie den Vorgang mit einer Strafanzeige gegen die Beteiligten des Edeka-Geschäftes an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet haben. Nun bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Vielleicht muss ich da nochmal nach Bayern als Zeuge aussagen, aber das glaube ich eher nicht, dass das weiter verfolgt wird. Auf jeden Fall hat Edeka reagiert. Und auch Edeka hat wohl eingeräumt, durch diese Aktion allein sichtbar, dass das wohl alles nicht so ganz in Ordnung war. Gucken wir uns mal die neuen Edeka-Schilder an. Ja, heute war wieder ein lustiger Vorfall beim Edeka hier in Grömitz. Nicht vom Geschäft aus, also seitdem ist auch bei Edeka nichts wieder passiert, habe ich ja schon dokumentiert. Aber da stand wohl ein Kunde an der Kasse und Annette war wohl hinter ihm. Und er meinte, wenn sie keine Maske tragen, dann können sie ja wenigstens die 1,50 Abstand halten oder so. Da hat Annette dann gesagt, ja, sie hofft, dass er genug Klopapier eingekauft hat. Und das führte dann zu einem Lacher nochmal im Geschäft. Also Leute, es zeigt sich, es lohnt sich doch, sich nicht alles bieten zu lassen. Ich denke mal, wenn jeder ein bisschen mehr Mumm hätte und gegen diesen ganzen Wahnsinn ankämpfen würde, dann wäre in einer Woche die ganze Geschichte hier vom Tisch. So aber geht es weiter. Ihr könnt es auf meiner Telegram-Seite lesen, was sich da für ein Wahnsinn überall entwickelt. Mit geplantem Kindesentzug, wenn die Kleinen dann mal Symptome, was sind Symptome? Schnupfen, nicht? Wie oft haben Kinder Schnupfen? Wenn die Symptome zeigen, nicht, was dann alles passieren kann, Entzug der elterlichen Gewalt und was weiß ich, also es hört sich grausam an. Wollen wir hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber jeder muss dann auch ein bisschen mal aus sich rauskommen, Leute. Bis dann. Euer Joe.